Picchio ist das erste Group Story Network der Welt. Das ist praktisch ein Instagram für Gruppen. Es geht immer um die Gruppe. Es geht darum, dass man einer ganzen Gruppe folgen kann, wie zum Beispiel dann einer Fußballmannschaft. Das ist eine Art Channel, wo man die Möglichkeit als Fan hat, diesen Channel dieser Mannschaft als Beispiel zu folgen und alle Spieler ihren Content zu beitragen, und die App verwandelt das in eine Story. Wir haben jetzt eine Challenge gestartet hier in Hamburg. Wir suchen die Social Media affinste Fußball-Amateurmannschaft Hamburgs. Von der Kreisliga A bis zur Oberliga können sich Mannschaften, Vereine bei uns melden, können eine Public Group anlegen, die Spieler einladen, Content machen, allen ihren Freunden, Fans sagen, folgt uns jetzt, guten Content machen, und am Ende gewinnen 5 Mannschaften geile Preise. Wir sind ein internationaler Verein, bestehen aus 28 Nationen, und das bedeutet auch, dass die Familien, Freunde zu Hause auch wissen wollen, wie denn auch beispielsweise der Spieltag dann auch verläuft, und das dann halt auch zeitgenau. Das heißt, wenn dann bei uns hier ein Tor fällt, wollen die das dann auch zu Hause unbedingt auch wissen, und das ging bisher über andere Social Media Apps relativ schwer. Eine Challenge nehmen wir gerne an. Wir sind ein Sportverein, ja, wir wollen gewinnen, und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, hierbei schon Vorreiter zu sein, als Erster quasi dann durch die Ziellinie zu laufen und dann gegebenenfalls dann das Geld mit einzusammeln, sodass wir dann, ich sag mal, zum Saisonabschluss dann eine tolle Party feiern können. This is right now our absolute priority is to improve the facilities here. We got this pitch because this was the last one available, but there is a certain minimum thing we would like to do. We don't have benches, you see, there is no barrier. Like, there are some guys right now doing some bicycle race on the pitch. It doesn't make it easy to play football on conditions like that. So that's the first thing. Improve the pitch, and we need some funds to do that. Genauso ist natürlich das Ziel von mir, den ersten Bundesligisten zur neuen Saison oder mehrere Bundesligisten, wo wir in guten Gesprächen sind für den Sommer, also für die neue Saison, auch reinzubekommen.